Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe in Forza Horizon 4. Und diesmal ist es wieder soweit, wir spielen Isetta Ball. Ja, das ist schon echt lange her. Das war, glaube ich, eine der ersten Multiplayer-Ausgaben in Horizon 4. Und wir haben gesagt, wir wollten es nicht zu oft bringen, aber dass wir so lange aussetzen, war eigentlich nicht geplant. Deswegen freue ich mich, dass es zurück ist. Und diesmal spielen wir die Swedish Iron Knights gegen die... Ja, die deutschen Bikini Bottoms, ja, so haben sie sich jetzt genannt mit ihrem ganz geilen SpongeBob und Patrick Design. Und ja, kurz zu den Regeln für auch die neuen Zuschauer, die es nicht kennen. Es geht natürlich um diesen Ball, um die Isetta, mit dem wird gespielt. Und es wird halt versucht, hier auf diesem Spielfeld das entsprechende oder die entsprechende Isetta in oder über die Linie des gegnerischen Teams zu bewegen. Dafür gibt es dann einen Punkt. Und jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, was denn der goldene Pil hier macht und was vor allem auch die Crossbows machen. Die sind nicht Linienrichter, sondern das sind Sucher. Denn es gibt, wie eigentlich Vorbild Harry Potter beim Quidditch, den goldenen Pil, ja, parallel dazu gedacht wie der goldene Schnatz. Und zwar der Pil ist überall auf der Spielwelt unterwegs. Und ich meine mit überall, wirklich überall. Und die müssen versuchen, den zu finden. Wenn sie das schaffen sollten, wird das Spiel sofort beendet und das entsprechende eigene Team bekommt direkt 10 Punkte gut geschrieben. Ja, soweit die Regeln. Alles andere, was unklar sein sollte, würde ich sagen, werdet ihr einfach rausfinden, indem wir das Spiel angucken. Es gibt zwei Halbzeiten, jeweils 20 Minuten. Es sei denn, wie gesagt, der Peel wird gefunden, dann ist vorher schon Schluss. Mit dabei in der heutigen Folge haben wir einmal Forza Cut, wir haben Rauschi dabei, Supermoon, Scarface, Aragos, Arkois, Yuma, FBI haben wir noch mit dabei und Timix ist auch noch am Start. Wunderbar, dann würde ich sagen, ich sage erstmal Hallo zu euch. Hallo. Servus. Motivation ist da. Und ich würde sagen, kurzer Cut und da geht es auch schon direkt los mit der ersten Runde. Ja. Ja, und damit geht's los mit Tosen im Gelächter. Und wow, okay, alles klar. Boah, fast schon den ersten Punkt, ey, da haben wir geschlafen, dass die Lachtacken. Komm, dann schieß ich ihn rein, ich schieß ihn rein. Also bei mir bin ich neben über die Seitenlinie gerollt. Ich war noch nicht über die Seitenlinie. Ich sag ja fast war es ein Tor. Ich sage ja nicht, dass es eins war. Ja, ja, aber ich sag, es war kein Tor, dann war es kein. Eben, ich sage, als Oberschiedsrichter im Team. Yes, Micha ist zwar der Schiedsrichter, aber Ray weiß es wieder besser. Oh. Ich versuche hier nur die Wand. Hallo. Hilfe. Ja, wir spielen jetzt 3 gegen 3. Das im Vergleich der, wo die erste Isetta-Ausgabe kennt, da haben wir noch 4 gegen 4 gespielt. Das war dann aber ein bisschen zu wild. Ich glaube, mit 3 gegen 3 haben wir ein bisschen besser. Bessere Chancen. Ein bisschen Action und Taktik zu sehen und so weiter. Und Scheiße. Ja, es ist nicht so ein schnelles Spiel wie die Originalvorlage Quidditch und wir fliegen auch nicht so extrem. Aber was geghostet? Stopp. Ja, wenn zu viele draufgehen, dann ghostet der. Auch noch so ein Grund, warum wir Moment. Ich versuch mich mal kurz. Okay, das war glaube ich ziemlich eindeutig. Das war ein Mercedes. Ich mach wieder für uns. Okay, gut. Ups. So, machen wir direkt weiter, sonst geht es zu lang hier. Wollen ja nicht so viel Spielunterbrechung haben. Ein bisschen zählt natürlich auch Rugby dazu. Oh, okay. Yes. Okay, das war auch eindeutig. So, dann mache ich einen Wurf. Naja, war schon draußen und dann habe ich ihn erst erwischt. Andi im Übrigen ist einer der Sucher, der versucht, den Peel zu finden. Das heißt, seine Sicht ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das auch mal sehen wollt. Ich weiß, dass viele nach der letzten Ausgabe auch gesagt haben, sie möchten mich mal als Sucher sehen. Das werden wir sicherlich auch mal noch sehen. Aber. Komm! Timo! Ja! Rauschi! Aber jetzt erstmal nicht. Das ist draufhält, ich mach die Namen über Spieler aber aus, ne? Aber meist so. Ja. Namen über Spieler ist also, ja, nicht hier. Ja. Sonst ist es ein bisschen. Erst raus! Stopp, Jungs! Leute! Ihr seid gerade ein anderer Fahrer entgegengekommen. Wer hat, Micha? Also, ich habe Aragos nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Also, wir haben, oder? Nach meiner Sicht hat mich der Volvo von vorne rausgehauen. Also nicht Volvo. Ja, dann mach FBI. Ja, kostet 5 Euro. Alter, lass mich hier spielen. Ja? Für 5 Euro kann ich mich nicht aus dem Keller freikaufen. Ja. Ah, drauf auf das Gerät. Rein in die Olga. Oh. Ja. Oh, nein. Yes. Okay, wer macht Abschluss?
Ich mach. Okay. Mitte, bitte. Los, Isetta. Mitte. Ey, immer mit der Ruhe. Die ist nicht ganz so schnell. Ja, ich helf dir schon. Also. Los, Isetta. Rauschi, komm. Muss sie ja hinter die Linie. Sonst ist das ein Foul. Oh, oh. Ah, geghostet. Geghostet? Ah. Passiert. Oh, 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 oh. Spiel, da gibt's auch Geister. Der ist durch. Rausch ihn nicht wegdrücken. Der ist nicht so. Oh. Der geht raus. Oh, scheiße. Aufhören, lass mich in Ruhe. Ich konnte nicht treffen, das Ding ist zu schwer. Ah! Ey. Ja. Taktisch. Also, die Swedish Iron Knights sind bekannt für ihre Bambini-Taktik. Einfach drauf. Und ich dachte, wir sind hier die Künstler. Nein, da, komm. Jetzt komm, schieb, 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 der ist noch nicht raus. Ups, Rückwärtsgang ist nicht so geil. Viel für die gleichen Boden. Egal. Stopp. Ja. Jetzt ist er raus. Damit. Ja, für wen ist der? Für Mercedes oder für uns? Weil Mensch hat Mercedes hier rausgedrückt. Du hast mir den letzten Schubs gegeben. Dann mach ich. FBI. Ich. Wie kann ich den letzten Schubs geben, wenn ich hinter dir ist egal, nicht diskutieren, machen. Scarface hat das letzte Wort. Auf geht's. Okay. Der Letzte, der berührt, vor der Ball aus ist. So haben wir nicht gewettet. Was? Oh Mann. Es gibt dich. Im Übrigen, die Mercedes sind ein bisschen getuned. Die haben den Motor von uns bekommen. Die haben ein bisschen mehr Leistung. Also fahren sie, fahren sie auch in Schweden. Die fahren mit dem Bikini-Bottom-Motor. Ja gut, der Motor ist ja auch kein schwedischer Motor, wenn man es genau nimmt. Auf geht's, Junge. Ja. Alter, wieso könnt ihr den so gut wegschieben? Der Sprint! Ja, die haben halt. Der Benz ist halt doppelt so schwer gefühlt. Nee, der ist eigentlich nur eine Tonne schwerer. Ja, aber dass du den halt so präzise schieben kannst, das finde ich so krass. Da liegt nur 1,25 KTM zwischen den beiden. Ah! Ob Joma, nimm ihn weiter. Ja, mach ich ja. Mann. Oh. Oh. Danke, Rauschi. Oh Mann! Ja, Rauschi, ne? Hättest du es gelassen, wäre ich so rausgerollt. Du hast uns gerade gerettet. Danke. Okay. Scheiße. So. Ja, komm. Eben noch ein bisschen weiter. Ich dreh mich schon wieder im Kreis. Vorsicht, weil der Ball ist gemutet. Geghostet. Nein. Das hat gerade gut gepasst, in dem Moment habe ich mich auch weggedreht. Ja. Ja, okay. Ray, machst du oder soll ich machen? Hä? Was, Ray? Ja, ich war der Letzte, der dran war. Also achso, okay, ja. Achso. Ja, Ray, mach einfach mal. Waren die Gelben da? Irgendeiner von denen. Direkter Einwurftor, würde ich mal sagen, zählt nicht, oder? Nee, gilt es nicht. Mach nochmal neu. Gilt nicht. Weil sonst ist es ein bisschen doof, ja, okay. Nee, das gilt nicht. Ja, okay. Dann. Das ist Schwachsinn. Also, an die Zuschauer, das gilt auch für uns nicht, ja. Ah, doch, fürs Rating gilt also, ihr das könnt natürlich ja indirekt machen. Das könnt ihr machen. Also, wenn du jetzt nur gleich anstupst und der andere schiebt rein, das geht. Aber ich werde jetzt hier halt blockieren. So. Weil sonst ist es ja ein bisschen blöd. Ach, sorry, Timo. Oh, rauf und jetzt hier, vorwärts. Oder auch nicht. Ja, volle Karacho. Hallo? Ruf da. Autsch. Das klappt ja sehr gut. Keine Chance, ey. Suppenhuhn, wir brauchen die 10 Punkte. Ja, Junge, das war deiner jetzt. Ja, okay. Oder? Volvo am Zug. Okay. Ja, wer macht? Ich. Ja, warte, ich muss vielleicht ein bisschen wegfahren. Ich hab einen Toyota-Truck auf der Seite nicht gefunden. Geht das? Ja, guck mal. Ja, fahr aufs Spielfeld, los, hopp, ich warte. Ich glaube, der Golden Peel kann sich die ganze Zeit um die Hand mit Lodge im Wald aufhalten, man wird ihn nie finden. Surprise, der goldene Peel ist auf Fortune Island. Das geht nicht, aber das wäre es natürlich, wenn ich den würde. Bin jetzt raus da. Ein Spieler ihrer Kolonne ist auf Fortune Island gelandet. Was? Wer kann das denn wohl sein? Komisch. Der goldene Peel wurde ein bisschen hart gekickt. Eragos, siehst du zufällig gerade den Eiffelturm vor dir? Oh, nein, ich bin nicht in Vegas. Dankeschön. Ja, Mercedes, danke. Ich mach. Das ist unser. Ich mach. LOL.
Scarface ist bei mir einfach von alleine richtig durchgeglitscht. Ja, aber du bist voll gegen den Gegend gefahren, deswegen. Das passt so schnell, du warst. Oh! Weg mit dir. Ich glaube, wir müssen an die Iron Knights, wir müssen, glaube ich, mal so eine Taktik machen, dass gerade wenn jemand Einwurf hat, dass ihr quasi versucht, parallel so ein bisschen die Gegenspieler wie beim Rugby so ein bisschen wegzudrücken. Weil sonst kommt der, oder die ist ja dann nie so richtig weit. Weil die einfach immer davor stehen, was wir erwarten. No Chief, das ist die ganze Zeit nur in einer Hälfte. Mit dem Iron Man kannst du die Isetta nicht wirklich schieben, das ist ja mal voll krank. Das geht wieder an Volvo. Ich fahr mit 31 km/h rückwärts. Probieren wir das gerade mal aus. Die mal zu tackeln. Okay, dann. Okay, wir verteilen uns. Let's go, Roshi. Na, hat ja sehr gut geklappt. Wunderbar, Mann. Ja, bleib hier! Spät. Ich mach Einwurf, ich hab grad Schwung drauf. Achso, ja, wenn hätte ich jetzt grad gemacht, weil ich steh schon. Ja, los, Volvo, dann locken wir die. Nee, ich hab Schwung drauf. Problem ist, ich spin die ganze Zeit im Kreis, ey, wenn ich Gas geb. Oh Mann! Bleib doch hängen. Hier ist keiner hängen geblieben. Forza keine Zeit, hat einen Weg zugemacht, ein bisschen. Ja, ich hab's nicht mehr. Oh, ja, danke. So unbeweglich. Aua, okay, ich dreh mich. Halt mir den! Hey, wieso ja, Jan! Komm nicht mal rechtzeitig! Ja! Ja! Grob ist faul hier! Nicht mich über die Linie drücken! 2 zu 0! Hey, das ist halt abnormal, Alter, gegen die Mercedes. Die haben mich voll aus dem Spiel gelockt, die Assis. Da machst du gar nichts gegen. Dafür hatten die Mercedes beim ersten Mal keine Chance. Beim ersten Mal waren es nur Mercedes, oder? Okay. Achso! Ah! Ich hatte zwei Schnellrennungen! Aber dann hatte ich jetzt falsch in der Erinnerung. Die Mercedes haben verloren, also. Ich hab zwei Stunden in der Erinnerung. Man, er hat recht. Erstmal hat ein Mercedes keine Chance. Nein. Ach, egal. Ja, mal Wolf keine Chance. Rollen lassen. Raus. Ja, gut, dann mach ich wieder. Hallo, ich würde gerne wieder vorwärts fahren. Mann, du. So, erste Hälfte der ersten Hälfte ist verhälftet. Das mal auf gutem Rave zu sagen, das gibt's nicht, ey. Wie gut ihr den wegschieben könnt. Nein! Ich bin begeistert. Du bist doch nicht verrückt. Scheiße, hätte ich eh nicht weg. Junge! Aua. Oh! Der Rick. Das war akrobatische Einlage, genau. Er hat mir, ne? Ihr habt ja. Also ich soll ja den Pilz suchen, aber ich frag mich gerade eher, wo ich bin. Willkommen zu, Das ist Crossover-Format. Ja, also, ja, das war jedes. Geht mir aber genauso, ich bin irgendwo abgeflogen und fahr jetzt gerade. Ich kenne mich null aus. Ach, das ist gut, dass irgendwelche Weizenfelder. Aber das Gute ist, ich muss einfach nur fahren. Ich auch, ne? Oh! Er geht schon mal durch den Boden. Ja. Ja, komm, Mercedes halt, komm. Achso, ja, gut. Mann, das läuft ja überhaupt nicht wie geschnitten Brot für uns. Mann, du! Das gibt's nicht, ey, ich kann. Lass. Das Ding geht teilnahmslos an mir vorbei, hab ich's gefunden. Ja, ich hab das Gefühl, der Volvo ist gewichtstechnisch echt unterlegen. Ja, ist halt eine Tonne halt. Ja, aber ich hab gedacht, der macht's halt durch ein bisschen, keine Ahnung, was wieder Wett, Grip mehr oder so, keine Ahnung. Aber Masse ist wohl klasse hier. Komm, FBI. Wenn der Ball schon Kommentare abgibt. Bin noch drin. Ja, ist richtig. Wenn du raus wärst, wär's auch Mercedes seine Schuld. Jetzt wird hier Schach gespielt, ganz Oh no. This ain't it. Das ist echt. Man könnte ja meinen, das Problem ist, Ja. Ey, ja, toll. Das ja jawohl. Das war ja wohl das Kreis wie eine Disco, ey. Krasser Scheiß. Ihr habt aber nicht Offroad-Reifen oder sowas, oder? Nein, das sind normale. Ja, ich krieg kein Grip mehr mit dem Ding gar nicht auf ändern bei Mercedes. Wollte gerade sagen, wenn ihr nicht auf Offroad-Reifen. Boah, dass ich den Einrad gegeben habe, ich kann nein, natürlich nicht. Ja, ich muss zurückfahren. Ah. Warte aber ruhig mal gemeinsam vor, weil sonst seid ihr wieder zu weit weg, glaube ich. Ja, sagst du und die anderen beiden bleiben stehen. Ja, ich merk schon. Ja, kannst noch mal piep. Meine Ansagen wären eiskalt gewesen. Piep. Danke. Vielleicht auch besser so. Bitte. Ja, Justin, weiter rückwärts fahren, ja, ist gut so. Ray, die anderen sitzen halt nicht hier bei uns im Keller.
Hab ich noch nicht so im Griff, muss ich noch ändern. Ja, ist halt ein Kellerkinder. Ja, da hast du aber keinen Grip aufgebaut, ey. Ghost. Oh, no. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep, piep. Los, Rauschi. Nein, 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 nein. Komm doch rüber. Yes. Hä? So ein Scheiß, Mann. Ja. Wenn die weiter rammst, dann wird das nichts. Timo, lass mich. Ich hab... Ja, dann war gerade ein Trophy-Truck hier auf dem Feld, okay. Haben wir dann Zuschauer? Ja, das war halt wieder so ein, wie nennt man das nochmal, wenn im Fußball da so einer... Blitzer! Blitzer! Der hat sich vorher ausgezogen. Ist alles dabei. Fährt nackt über das Spielfeld. Das Problem ist aber, ich krieg auch, also wenn ich den Peel vor mir hab, der dreht sich immer bei meiner Motorhaube vorne, oder nennt man das überhaupt Motorhaube, ist ja auch egal, nennt sich, dreht sich immer da weg. Ja, weiter, Juma, also, Juma, Juma. Ziel, ja, ja, nee. Ich meine, die Setter meinst du. Aber bei Mercedes bleibt der immer voll vorne dran gewesen, so habe ich es gefühlt. Ja. Das hatte ich aber nicht so in Erinnerung das letzte Mal, als wir den Mercedes hatten. Da ist der nämlich auch immer so weggedreht. Uff. Wir haben doch irgendwie, keine Ahnung, Seestacheln oder sowas. Komm, drück jetzt. Ich drück hier weg hier. Naja, drück, drück. Wenn man das wegdrücken nennen kann. Drück. Oh, sorry. Ghosted. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut! Oh, hut, hut, hut. Hut, hut, und aus, hut. Aus, aus. Und aus, aus, aus. Out, out, out. Ach, da habe ich ihn nicht gesehen. Ja, wäre jetzt schade, ne? Ja. Wäre jetzt witzig, wenn jetzt noch irgend so ein Random mit einem. Ich bin eh schon dreimal dir vorbeigefahren. Du weißt es nicht, ich sehe dich ja nicht. Wäre jetzt witzig, wenn jetzt irgend so ein Random mit einer Auto mit einer goldenen Isetta mit einem goldenen Peel zufälligerweise rumfährt. Den kann ich ja leider nicht treffen. Wieso Leute, drehst Achtung. Du dich da immer raus? Das gibt's ja nicht von nichts. Von nix. Über da. Scheiß Ball. Es gelingt. Ich schieb noch weiter an. Roland BMW ist. Oh, das endet böse für mich. Oh, nicht no. Mich noch wegdrücken. Ich wurde resettet. Ja, ist egal, du bist wieder da, alles gut. Weil ich mich auf den Kofferraum gedreht hab. Hä, wo? Der ist hier, Vorsicht. Jetzt, wir wollen den Punkt. Ja, komm, ja, oh, ja, Alter! Ja, Rauschi, genau! Jawohl, genau, ist perfekt. Lol, okay. Ich hab den gar nicht mehr gesehen. Steht 3 oder 2? 3-1. 2-1. 1-0 für die Iron Knights, geil, was? So, wir fahren hier. Timo? Hier lang? Hilfe! Ach du Scheiße, ja. Ich bin ja komplett falsch. Oh. Der zweite Flitzer heute. Das wäre eigentlich auch ein geiles Stück, wenn der Pee hier wäre. Der dreht sich um, der kommt doch mal. Wo ist die Sau? Wo ist er? Messer, für Volvo. Team, help mir, warum ist der hingefahren? Kommt ja auf einmal ein Peel über den Ich kann nicht mehr. Ah, komm. Aber gut, dass mein Team auch nicht mit mir redet. Hä, das war doch ein Witz, der war doch gar nicht hier. Ja! Dürften sie ja nicht mehr, wenn sie mich gesehen hätten. Oh, ich glaub schon, dass man das sagen darf, aber. 3 Volvo gegen 2 Mercedes. Also ich glaube... Aber wir sind so fokussiert auf einen ganz anderen Ball. Ich wollte gerade sagen, ich glaube der Peel ist ein bisschen uninteressant für die Leute hier. Oh Mann. Ich meine, wäre auch eine Taktik, den Peel festzuhalten, bis so lange bis der Super kommt. Glauben aber ich glaube derzeit waren die anderen halt dann ihre... Ja, ein Tor nach dem anderen. Und aus. Stabil. So wie Franco Di Santo. Stabil. Michael, für wen ist der? Mercedes. Mercedes. Hab ich weggerollt. Die haben eingekauft. Da ist der Peel. Ja klar, BMW, Mercedes, deutsche Marken, hallo. Das ist geil, du kriegst einen Schlag in eine Richtung, drehst dich weg. Oh, lass. Ja, das war der Volvo jetzt zuletzt. Wow. Ich mach wieder. Voll parteiisch, das ist der Micha. Voll parteiisch, dass ihr Fehler macht. Ja, eigentlich versuche ich gerade hier irgendwie nur Grip hinzubekommen. Vielleicht muss ich einfach auch immer im dritten Gang fahren oder so, ich weiß es nicht irgendwie. Aber wenn die Kreis hat, der. So von meinem Standpunkt aus sieht es halt aus, als wenn die Mercedes einfach besser blocken. Ja, ich block jedes Mal.
Es geht halt auch darum, wenn die blocken, können wir die nicht wegschieben. Ja, aber wir können, wenn wir blocken, können die uns halt immer noch mit dem Ball trotzdem wegschieben. Ja. Ja, mach mal. Halt schieb mal. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, wir fahren uns die ganze Gegenseite in die Karre. Oh. Ey. Mach ihn. Oh. Ich werde hier so aufgehalten. Ja. Von meinem eigenen Team. Ich versuche auch gerade eigentlich unsere und die Gegner zu. Ey, wo ist denn jetzt? Los, ja, ach, da. Zieh. Ja, jetzt kommt zusammen. Ja. Ich hab den Goal. Es gibt einen Scorerpunkt für mich. Und ein Tor verkackt. So, bei 3-2, glaube ich. Irgendeine Vorvorlage für mich. Timo, Jan. Wir fahren. Wir beeilen, es ist gleich Halbzeit. Voll muss wohl auf. Timo, Jan, Trump-Taktik. Wir haben keine Atombomben. Nein, Wand, Mauer. Du meinst Chaos und dann im Endeffekt Zusammenbruch? So, 3, 2, 1, los! Da flackert ein Baum. Alter! Ihr seid, ich drück mich so weg, ey. Die Haut, die klatscht mich einmal über den Kopf. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich fahr auf Schnee. Vielleicht müssten wir das immer im Winter mal ablassen, wenn die Dinge nicht. Oh, ja, lass mich durch! Nein! Nein! Nö, Raid, nein. Jetzt. Ja, ich bin irgendwie in Forza Cut festgehangen. Ja, du stehst ein bisschen im Weg. Ja, Yuma hätt's machen sollen. Ja, mir stand der Jan ein bisschen im Weg. Der FBI. Aber jetzt hol den ab. Ja. Hol den ab. Stop. Ja, da war sie. Keine Schnitte gegen den. Einmal die 86 mit einem kleinen Isetta bitte zum Mitnehmen. Oh. Ich verliere komplett den Überblick, wo ich bin. Ist egal. Mercedes? Ja, das war der Mercedes. Mercedes. Ja, ah. Die Zeit ist egal. Ich mach. Ich fahr vor. Wir müssen jetzt ein absolutes krankes Tor machen. Ich glaube, ich würde nicht mal es schaffen. Ja, FBI so direkt davor stehen ist halt ein bisschen hart, aber es hat trotzdem zu Platz. Rauschi macht das aber auch die ganze Zeit. Okay, dann sei es erlaubt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So solche Manöver macht. What the fuck? Hallo? Zur Zeit ist es um, ich hab gar nicht mehr auf die Zeit gebracht. Warum fahren die alle durch mich durch? Ich hab's geghostet. Dann gibt's einen kurzen Cut und wir stellen uns neu auf und beginnt gleich die zweite Halbzeit. Und willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Forza Cut muss nur noch den Anstoß wohl führen und dann laufen auch die 20 Minuten wieder. Oh Gott. Aua. Der Fahrer ist jetzt auf jeden Fall tot vom Peel. Peel? Von Peel? Nein, nein. Hallo. Ja. Kleiner Tipp, nächste Wahl würde ich auch sagen, wann es losgeht. Das wäre nicht schlecht, ja. Alter, ja. Jawoll! Oh, ja. Direkter Anschlusstreffer. Jawoll, Junge. Das gibt's nicht, ey. Die Masse ist ja noch schlimmer wie ein FIFA. Ja, aber wir haben halt auch nicht Verteidiger, aber ganz ehrlich, dass die so durchtanken, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Tanken. Den Witz wollte ich gerade bringen. Was? Hey, uah. Für eine Choreo hier. So. Komm, gemeinsam. Aber nicht im Rückwärtsgang vielleicht. Gibt's einen Punkt, wo man einen anderen Sucher findet? Nein. Nicht ihr könnt euch auch auf Wort und Totschlag duellieren oder so. Alles klar. Macht den Sim-Schaden an und tragt's aus. Andi, die beide macht den Sim-Schaden an und tragt es aus, wer von euch mich suchen darf. Da ist er. Komm. Toll. Nächstes Mal dreh ich mit Nimok an, ey. Auch mit 15 Tonnen Gewicht oder so. Au! Mit dem 2400 PS Motor. Ja, der ist Pflicht. Nee, Vorsicht! Ich finde aber auch gut, dass der Motor beim Umbau kein Gewicht draufgeballert hat. Ja gut, der Motor ist glaube ich auch nicht schwerer, oder? Bestimmt, oder? Weiß ich nicht. Oder halt zumindest nicht gleich schwer. Ich sag nicht. Nein! Nee. Das ist unser Ding. Ich mach Revolver. Okay, passt. Alter, wie laut die einfach ist im Gegensatz zum LKW. Moment, ja. Ich muss mal ganz kurz was anpassen bei mir. Ich mach gleich den Einwurf. Gerade mal, wer richtig Leistung hat, ne? Nicht dazu euren kleinen Motoren da hier. Der Motor ist so groß wie dein Auto. Nice. Hier ist das alles noch sauger. Da hat immer noch permanent Leistung. Der Rauschen, wenn du mich wegschiebst, das bringt nichts. Hallo, mit der Isetta mache ich einen Wheelie. Könnt ihr das auch?
Es gibt Solarfelder. Valider Punkt. Oh Mann. Große. Was ist denn das Ding? Ah, da. Boah, der dreht mich einmal. Beim Ironhand muss er einfach nur auf den Arsch fahren und drehst ihn sowieso schon. Nee, Freundchen, das mache ich jetzt nicht. Da fahre ich jetzt nicht drauf. Zeig mir dein Arschloch. Jetzt, ja, warte, gib ihn mir, ja. Nein. Ja, jetzt gemeinsam, oh, jetzt ja, schieb mich mit weg. Ja, Alter, ich dreh mich auf der Stelle, wenn ich ein bisschen Gas gebe. Das ist auch nicht, ey. Doch, hat der viel gerade Gas gegeben? Der hat gerade Gas gegeben. Ich mach gerade gar nichts. Weil du gerade reingerutscht bist. Ich hab den Motor dreht. Mein Gott. Skandal. Jetzt. Ist ja der Ballsport. Skandal. Skandal im Sperrbezirk. Skandal. Um Skandal. Der Controller liegt vor mir auf dem Kissen, also. Und vibriert von vor sich hin. Aua. Nur mal Achtung. Ja. Rauschi. Oh lol. Oh lol. Was ist das jetzt? Das ist halt wie so eine Schrankwand, wenn du gegen die Ding fährst. Ist noch drinnen. Ich hab nicht ausgeschoben. War doch schon draußen. Nein, das stand mit einem Rad drin. Bla bla bla. So, wer hat jetzt? Weil im Endeffekt hat der Mercedes das letzte berührt, oder? Mercedes hat zuletzt eigentlich. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Minus 4 Punkte Abzug. Ja. Minus 4 Punkte Abzug, das heißt plus 0 für Team Mercedes. Minus 4 Punkte Abzug. Der Mercedes ist doch nicht dabei. Wir haben schon wieder so ein Ding. Schaulich. Heute ist aber auch wieder Tag der Flitzer. Oh. Jetzt vor allem auch noch so ein nackiges Auto, weißt du? Oh! Ja, der ist noch drin, ist gut. Oh, der ist noch heiß, der Ball. Komm jetzt von hinten rein da. Der jetzt mitspielen oder was? Das ist so krass, das ist wie so ein, wenn du gegen eine Wand fährst, gegen die Mercedes. Die kriegst du nicht weggedrückt. Deshalb haben wir ja gesagt, Trump-Taktik. Sind zu schwer. Ach, jetzt nur verstehe eine ich mit Trump-Taktik. Die wiegen alle ihre über 4 bis 5 Tonnen, deswegen. Aber die Tonne scheint das. Ich. Ja, waren die Denkfuls, oder? Ich wurde von hinten angeschoben, Bieben. Ja, das zählt ja nicht. Ich kann nicht den Tieren. Durch mit jetzt dem Ding jetzt. Nein. Vamos. Zählt übrigens die zweitletzte Linie. Die vom Buschmann. Oder die zweitletzte. Ah, okay. Ist nicht die letzte. Ah, nicht schon wieder. Juma, ich mach, du kommst hinterher. Zählt ja bei beiden. Wir fahren gleichzeitig. Ja. Sonst müssen wir dich ja jedes Mal im Busch. Habt euch schon wieder getroffen. Manchmal, aber. So, jetzt sind 4 zu 3, ne? Ja. 3, 2, 1. Beim anderen immerhin. Aua, ich weiß jetzt, dass es weh tut. Oder bin ich aus der Kolonne rausgeflogen? Nee, ich nicht, oder? Oh ja. Mann, der glitzt einfach durch! Wow, der ist einfach geglitscht, Alter, das war lächerlich. Warte mal. Das ist jetzt das lächerlich ist so ein gewesen, Scheiß. Ey. Nee, die Mercedes, die sind scheiße, ich mag euch nicht. Das war ein Glitch, noch schlimmer als in FIFA. Das war nicht geil, das war einfach halt, du bist unter denen gewesen. Ja, ich weiß, das war ein schnelles Tor, also. Ja, Anstoß, wie immer. Und komm, gemeinsam. Los. Siehst du, der dreht sich immer direkt weg. Das ist total kacke. Wir können den überhaupt nicht lange irgendwie. Nee, vor allem die Mercedes können den total gerade durchziehen. Ja, eben. Ich mach FBI. Wunder, weil Als ich das letzte Mal mit Mercedes unterwegs war, hat es auch nicht geklappt. Entweder fahre ich dann echt kacke an, oder? Ja, ich war gerade bei der anderen Feld und war mir nicht sicher, ob es das Feld ist, aber nachdem da keiner war, ich mir nicht mehr sicher, ob ich in der Kolonne bin. Deswegen wollte ich mal prüfen. Nein. Oh Mann, geht doch weg, ihr scheiß Mercedes. Das hier ist ein Teamsport, da sind immer zwei Teams gegeneinander, können nicht abhauen. Ja, komm, drücken. Nein! Ich sehe keine Linie, ich hab keine Ahnung. Ja, du bist drüber. Auf jeden Jawohl, Fall. Ja, genau. So, komm mal wieder im Anschluss, jetzt komm, go. 5-4 Lego. Iron Knights. Wenn wir gewinnen, gibt's neue Garnitur von Ikea für alle. Von Ikea. Aber nicht für die Mercedes-Leute, die haben das nicht verdient. Es hieß alle. Ja, wieder frisches Wasser Sieger im Keller. Natürlich. So, und
Go, go, go. Jetzt müssen wir die irgendwie blocken, wenn die kommen, ey. Das geht ja nicht anders. Gib mal ein bisschen Gas weg, Lewis. Ey, das ist, als ob ich ein... Die gezinkte Isetta. Als ob ich an seiner Sohnschule leben würde. Alter, keine Schnitte gegen die. Die Ben! Oh fuck, der ist gerade da vor mir. Komm! Versuch mal, Vorsagard, versuch den mal seitlich dich rauszukriegen oder so. Ja, komm! Ja, die haben uns! Ich glaub halt tatsächlich, ich fahr die richtigen Gebiete ab, aber ich bin zu falschen Zeit. Aua. Ey, ich kann nichts machen, die drückt mich einfach weg. Vorsicht! Nein! Aua. Ja, gut, Vorsagard. Einfach mal raus da aus dem Gebiet. Ringo ist sauer. Nein, schade, ich hab's nicht mehr gekriegt. Ich mach. Wir sind einfach gewichtstechnisch unterlegen, diese fetten Deutschen, ey. Deutschland! Immer frittierte Meeresfrüchte essen, ey. Das geht gar nicht. Ich will jetzt zu viel Braten. Falsch, eure Schäden wurden einfach Gott, die kriegen jetzt einfach nicht geblockt, ey. Das gibt's ja nicht. Wir kommen nicht vor dir, ey. Komm! Verdammter. Zetterbuggt schon wieder. Wo ist ihr denn? Edibug Ghost. Was? Die oben! Ja! Das ist doch scheiße. Ja, die wär so oder so draußen gewesen. Ihr habt mich wieder auf den Kofferraum gedreht gehabt und dann war ich auf einmal anscheinend durchsichtig. Das ist echt krass scheiße, ey, wie das läuft für uns. Scheiße. Das läuft gut für uns, ne? Kann man aber nicht so machen, ne? Nö, kannst du nichts machen. Mann, kannst du Mann, du. Ja, Mann, Ray, ändern mal die Regeln. Und los geht's! Oh, wow. Ich hab Vertrauen auf unseren Super. Wow! Oh lol. Das ist echt interessant. Kaum ist ein Mercedes irgendwie im Impact dabei, haut die Isetta auf einmal gefühlt 50 Meter ab oder so. Ja. Ah. Bei den Benz klebe ich auch irgendwie vorne an der Ecke immer gefühlt fest. Ja, ja, eben sag ich ja. Die können dich voll mitschieben. Das klappt fast der bei geht, dem. Der ist noch nicht. Drin. Noch drin? Ja, jetzt. Bei einem Rad draußen. Na komm. Was ist das denn, Alter? Als wäre ich eine Feder, ey. Ey. Wir sind Federn. Ja, wir sind komm, die schwedischen komm. Federn. Ja, dafür sind wir bekannt. Eigentlich ja, schwedische Stahl, Betten. Ey. Der drückt mich im Rückwärtsgang weg. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr den Blocker zu spielen, ey. Hilfe. Funktioniert nicht. Das ist ein bisschen zu kuschelig. Ja, Rauschi, wenn du gegen mich drückst, dann kann ich hier nicht weg. Sechs Trucks ich auf einem Haufen, die Isetta nicht weggeschoben. Ja, jetzt. Nein. Isetta ist frei. Oh, sorry, Ray. Nein, Juma, einfach nein. Da hab ich keinen Bock drauf. Das unterstütze ich nicht. So, da war doch der... Van Volvo zuletzt dran. Ja, ich mach wieder. So. Wenn man Leute direkt davor stehen erlaubt ist, dann mache ich das jetzt halt auch. Ja, genau. Ja, pff, wurde Büffel vor Auge gemacht. Ops. Ja, war das. Ja, das war ich. Das sind ja, okay, die ganze Zeit. Also ich sah aber ziemlich aus, als das beide, dass du dich dann wieder reingedreht hast. Ja, okay, aber okay. Dann. Wenn du das sagst, dann du hast es jetzt. Alter, was ist das denn? Das ist ein Mercedes, der da drückt. Ja, und wir können nichts machen. Guck mal, ich kann nicht, wir werden einfach mitgeschoben. Was ist jetzt das? Jetzt die Isetta wieder. Noch ein, jawoll. Ey. Ey, ich wurde nicht guck mal, wir waren fast im Tor und jetzt sind wir wieder bei uns, ey, wow. Ich konnte nichts machen. Als ob vor ich so. Die Isetta halt richtig easy. Ich fahr los, ja, ich und uns die Isetta mit? Und hab kein ist Problem. Wir sind quasi genauso leicht wie die Isetta, so wie es scheint. Die müssen uns eigentlich nur drücken. Mercedes tritt das nächste Mal mit einem AMG GT an. Nächstes Mal kriegen die nicht mehr unseren Motor, das ist sicher. Die dürfen schön mit ihrem Scheißmotor fahren. Oh. Ja, Volvo. Ja, ah, schade. Wer hat das überhaupt ausgemacht im Vertrag, dass die unseren Motor kriegen? Andi hat doch die Wagen getuned. Ja, richtig, Andi. Andi ist immer schön. Ich weiß auch, warum ich ins deutsche Team gegangen bin. Nein. Wenn Ray die Regeln abpassen darf, dann doch. Ich auch. Nee, aber das wusste man natürlich vorher nicht. Nee, damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass das so sich krass auswirkt. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir komplett
keine Chance geben. Aber es ist halt schon die Schiebe echt recht schwieriger. Ja, ich alle. Mach ein paar Fassrollen hier unten. Den Boden. Ah, jetzt bin ich mit. Rauschi, fahr doch nicht. Ja, immer in den Weg. Rauschi, du fährst immer in den Weg, ey. Ich hab doch gesagt, Bambini-Taktik machen wir nicht mehr. Komm. Ich heb dich an. Jetzt durch. Es geht durch. Das schon wieder los, ey. Ey, du kannst nur voll auf die Bremse stehen. Komm. Ja. So. Ja, Scheiße. Ja. Irgendwas jetzt mal. Nein, weiter bitte. So knapp vor Ziel. Locken. Jetzt, stopp. Jetzt ja. Kein Schnitt. Ist doch. Keine Schnitte, ey. Mann. Du bist das so cool. Ich meine, wir haben immerhin schon was geschafft. Los, Schuppi, jetzt finde doch endlich mal jetzt find endlich mal den Peel, Mann. Bikini Bottom zieht Schweden ab. Der Peelfund nichts mehr bringen, glaube ich. Schuppi, jetzt beeil dich mal. Ganz einfach. Andi muss das nächste Mal Peel fahren, dann habe ich ihn. Und go. 8 zu 5 oder was? Du hast schon wieder getroffen, oder wie? Ja, so. Ja, die haben schon wieder ein Tor gemacht. Wie viel steht's überhaupt? Ich glaube 8-5, bin ich sicher. Nee, ich glaube, du bist der Ball. Ich baue uns gerade voll zurück. Immer wenn wir dran am Ball sind, bitte geghostet. Beide schon. Das der wird auf beiden Seiten geghostet. Was ist das denn, Alter? Bin ich hier der Peel, oder? Ey, sag ja, komm, der ist einmal weggedrückt. Das ist keine Chance, was nicht mehr zu machen. Alter Schwede. Ah. Ja. Machen wir Forster schon? Ja, machen wir mal. Ja, was betrifft unser Forster-Tor, okay? Alles klar. Der Rauschi. Ihr dürft mich halt nicht anheben, ne? Das Problem ist, Andi weiß noch nicht mal, wo er ist. Richtig. Sie können das. Das könnte mein Teamkollege sagen. Oh, los, oh, Ray! Oh, oh, Ray! Oh. Alle durch! Nee, der hat ihn. Ja. Das war aber stark für T-Mix, muss man sagen. Das oh ist Gott, unserer, oder? Das ist unserer, ja, das ist unserer, ja, klar. Ich habe ihn nicht mehr berührt. Ja, das war von mir. Dann leg vor und dann zieh rein. Ja, machen wir auch. Die stehen jetzt halt davor, scheiße. Okay, warte. Ja, warte, ich will Anlauf, warte, ich will Anlauf. Das war halt wirklich die. Rauschi steh mal als ganz linke Eck eigentlich, dass du quasi von der anderen Seite reinfahren kannst, weil ich weiß nicht, wie weit ich ihn wegdrücken kann. Kann es sein, dass da unten gerade was Grünes durch Wasser gefahren ist? Wasserkart, komm, setz dich durch, jawohl. Setz dich durch. Ja, du hast dich irgendwo reingeglitscht. Nein! Ich war Scheiße! Oh, das war so gut. So feinfühlig, so, mit so viel Eleganz und Technik. Oh, ich dreh mich sofort weg. Jetzt komm, ja, komm jetzt. Leute, Verstärkung, ja. Verstärkung! Ja. Nein! Ja! What the fuck? Was war das? Oh, was ja, war das für ein Kampfschrei? Hatte gerade jemand aus Versehen den Trailer von Skyrim aufgemacht? Fußrad? Nee, aber das Forza-Intro. So, 3, 2, 1, ich mach. Ja, das steht nicht. Halt noch schneller. 3, 2, 1, los, Leute! Rad. Ruckzuck wird hier gemacht. Ja! Ja, so ist das normalerweise. Das ist für Volvo. Lol, wo ist der hin? Wo ist der hin? Ja, Rainbow. Voll am Eskalieren. Ja. Ich zieh direkt durch. Wenn ich das Ding mal gewendet bekomme. Nein! Wo geht er denn? Ja, weißt du? Ich lenk hier durch! Aua! Ja. Alles klar! Was? Nee, ohne! Ja! Ein Vertrag! Es ist so ein Vertrag! Jetzt hilft er denen auch nicht! Nein, wirklich nicht! Ja, klar! Ich mach einen Einwurf, dreh sich einmal im Kreis und unsere Tore! Micha, also im Regelfall ist es ja der Schiedsrichter, aber hier ist es wohl scheinbar so, dass der Ball der ist, der den ganzen Flak abbekommt. Ja, ohne Witz, ey! Kaum machen wir ein Tor, kriegen wir den jeden Tor! Das ist so wie in FIFA! Aber Micha, nee, die 5 Euro kriegst du später! 3, 2, 1! Wir dürfen heute losfahren, Junge! Ja, komm, nimm ihn! Oh! Komm, unserer! Ja! Ah, jawohl! Schade. Ihr könnt es nämlich auch! Ihr Lackaffen! Alter! Oh Gott! Schon wieder ein Flitzer! Wir dürfen nichts sagen! Wir dürfen nichts sagen! So hab ich auch! Oh,
Der Witz war, ich glaube, ihr habt ihn, glaube ich, nicht mal gesehen. Der ist echt durch, aber ich habe ihn verloren. Ich hab ihn schon gesehen. Soll ich was Witziges sagen? Der war gerade eben wieder hier. Ich weiß, ich bin ihm ja hinterher, aber ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Okay, er ist wieder bei euch. Der Flitzer. Leute. Okay, Ray, boost, okay. Jungs. Ja, ich kann nicht, der dreht sich weg, ich muss langsam fahren. Ich kann nicht schnell, das ist blöd. Ich glaube echt, Eragos hat gerade den Spaß seines Lebens. Ja, vor allem an der Stelle einfach mal Schnauze zu halten, ne? Oh. Doch, der backt den Boden, der ist Ghost. Ja, das war aber euch vorher auch. Und ihr habt trotzdem weiter gemacht. Anscheinend ja, backt er nicht Mercedes im Boden, weil Juma hat ihn ja noch weggemacht. Dann für Volvo. Ray macht Alter. Rauschi, Rauschi, go. Ja. Das ist nicht euer Ernst hier, ey. Ja, gut. Ja, schade. Das ist nicht euer Ernst, was hier abgeht, ey. Ray, war das der Ausgleich oder der Anschluss? War kein Ausgleich. Nee, wir sind immer noch, ich hab nicht mitgezählt, wir sind immer noch ein oder zwei Tore hinten auf jeden Dann Fall. Dann war es der Anschlusstreffer, glaube ich, aber auf jeden Fall. Das darf noch einer sein. Nee, aber das werden wir ausgleichen eigentlich, aber, oder? Juma, gleiche Taktik. Ja, warte. Ich weiß noch nicht, aber. Ich hab noch einen Differenz. What the fuck, Mann? Ich sehe was ganz Lustiges. Ich darf aber nichts sagen. Der geiert doch irgendwo bei euch rum. Das gibt's nicht, ey. Ja! Jawohl, Jan! Aber mit was in der Speedy, der bekommen. Du darfst kein Vollgas geben bei den Dingern. Ja, geb ich ja auch nicht. Aber ich habe trotzdem Wheelspin ohne Ende die ganze Zeit. Wo ist der denn? Das ist richtig. Guck mal, links von euch. Nicht gesehen. Hä, versuch mal im dritten Gang anzufahren an die Wolke. Juma, du darfst nichts sagen, ne? Ich habe wie gesagt links von uns. 3, 2, 1. Dadurch, dass sie sagt, ich darf aber nichts sagen, kann man jetzt sicher schon denken, was passiert ist, ne? Ja, Ray hat wieder die Regeln missachtet. Ja. Boah, ja, was geht ab? Das ist abnormal, wenn Mercedes die rammt, ne? Ja. Naja, das ist echt. Sorry. Mercedes hat sich wieder eingekauft, ey. Stop, Ghost. Ich dreh mich schon wieder im Kreis. Oh. Das ist so ein Scheiß. Mercedes hat mich drüber gezogen. Der hing hinten am Radkasten. What the fuck? Ich hing hinten am Radkasten fest. Ja, ich hab's gesehen. Lol. Oh no. This ain't it. Ja, das war dann der Volvo. Ja, Zeit ist um. Alter, das meinst du nicht ernst, ey. Hier zweimal übers Feld zu fahren. Was? Der ist mindestens viermal übers Feld. Ich bin ja, fünfmal übers Feld geheilt. Vor allem Schippenhuhn war so nah dran, ey. Ich hab die Hoffnung, Scheißding. Ich bin die einzige Chance, ey. Ich hab ihn gesehen, südlich vom Berg, durch den Fluss fahren und bin ihm von da bis ins Feld hinterher, ey. Vor allem das Krasse war, ich bin aufs Feld, dann haben sie alle wieder angefangen zu lachen, dann bin ich gleich rechts abgebogen und hab nach hinten geguckt, da bist du schon durch die Hecke gebrochen, dann bin ich aber zack über die Autobahn. Bist über die Autobahn, ja. Das Witzigste war gerade, ich glaube, das Einzige, was Eragos und getrennt hat, war nur noch die Hecke hier am Feld. Ja, das sage ich jetzt. Das war das Einzige. Kurzzeitig hat uns gar nicht getrennt, der hätte noch nach rechts gucken müssen, dann hätte er mich gesehen. Ja. Aber ich habe mir eh schon mal kurz ein bisschen an die Seite rangestellt und habe ein bisschen zugeguckt, da bin ich mal drüber gefahren. Ja, und natürlich kann man, glaube ich, nur sagen, schade, dass es nicht geklappt hat mit unserem Sucher. Schade, dass der Iron Knight keine Chance hatte. Auf jeden Fall Glückwunsch an die Bikini Bottoms mit ihrem Mercedes Tankpool Truck. Der war auf jeden Fall und das Team war einfach auch stärker. Muss man so anerkennen. Und ja, bei der nächsten Isetta-Ball-Folge werde ich vielleicht auch mal Sucher sein. Oder vielleicht auch der goldene Peel. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Schreibt es gerne in die Kommentare, was für eine Position ich mal begleiten soll. Und beim nächsten Mal gibt es dann, denke ich, auch mal ganz neue Fights. Vielleicht so als Ausblick würde ich mal vorschlagen. Gurka gegen den Unimog oder sowas. Wäre vielleicht auch ganz lustig. Und dann prüfen wir vielleicht vorher mal, ob es da irgendein Fahrzeug gibt, was dem anderen extrem überlegen ist. Andererseits
so ist es halt, ne? Es gibt halt stärkere Teams, es gibt schwächere Teams, es gibt bessere Fußballschuhe und schlechtere Fußballschuhe, in dem Fall entsprechend Fahrzeuge. Wir sind jetzt aber raus. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Mir hat es trotzdem mega viel Spaß gemacht. Waren ein paar lustige Szenen mit dabei. Ich hoffe, an euch hat es auch Spaß gemacht, wenn es so wäre. Däumchen nach oben nicht vergessen. Andere Sichten auch nicht vergessen auszuchecken. Wir sind raus. Ciao. 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 Tschüss.